hallo und herzlich willkommen, Freunde der Nacht, hier bei einer neuen Folge Final Fantasy 15. Ich habe gerade die letzte Folge abgedreht, es schien alles in Ordnung zu sein, ich hoffe, das bleibt jetzt auch so. Ein kurzer Ruckler in der Tonspur war da, aber die ist in meiner Originaltonspur zum Glück nicht. Und von daher denken wir mal, dass die ganze Geschichte erstmal egal ist. Ich mache mal hier meinen Task Manager wieder auf. Nicht, dass da gleich irgendwie wieder was ist. So, okay, wir gehen mal hier weiter und gehen mal mit Dino sprechen. Aber erstmal übernachten wir für 300 Jill. So geil, ne? Eine Übernachtung kostet 300 Jill, eine Pommes Currywurst kostet hier irgendwie 10.000 Jill. So, weiter. Weiter. Erfahrungspunkte, Bonus, alle aufgestiegen, ist sehr schön. Die Fotos gucke ich mir jetzt nicht an, habe ich jetzt keinen Bock drauf. Und dann geht das gleich weiter hier. Ach ja. Prompto. Woran denkst du gerade? Eigentlich nichts Besonderes. Ach so. Wir warten mal, Schwein. Der scheint irgendwas auf der Seele liegen zu haben. Wir warten mal. Heute war ganz schön was los, oder? Alles ist neu und ungewohnt. Ja, allerdings. Aber so hart es auch ist, Spaß macht es trotzdem. Gibt einfach so viel zu entdecken. Hätte nie gedacht, dass ich sowas mal mache. Geschweige denn, dass wir zusammen auf Reisen gehen. Ich auch nicht. Wie viele Jahre kennen wir uns jetzt eigentlich schon? Seit der Oberschule. Also, 5? Na, eigentlich kannte ich dich ja schon früher. Schon seit der Grundschule. Was? Du hast mich bemerkt? So wie du mich immer angestarrt hast, klar. Dafür hatte ich so meine Gründe, weißt du? In der Oberschule hast du dann einfach so getan, als hätten wir uns noch nie gesehen. Hör mal, ich war total aufgeregt, als ich dich angesprochen habe. Das waren noch Zeiten. Sie haben so verliebtes Ehepaar. Das sagt sich für dich so leicht. Aber das kannst du nicht verstehen. Damals habe ich... Ach was, vergiss es. Nee. Sag mal. Jetzt sag doch. Moment. Seh dich nicht so. Jetzt will ich's wissen. Wenn's sein muss. Früher als Kind war ich total schüchtern. Freunde hatte ich eigentlich überhaupt gar keine. Ich war immer allein. Ich dachte, dass sich nie jemand für einen Langweiler wie mich interessieren würde. Ja, komm. Sprechen wir mal drüber. Ja, Kumpels. Ihr hat es schon immer an Selbstvertrauen gemangelt. Sogar heute ist das noch so. Du denkst immer noch, dass du nicht gut genug für uns bist. Darum versuchst du durch deine aufgedrehte Art wenigstens die Stimmung aufzulockern. Das kannst du echt gut. Ich bewundere dich dafür. Ist nämlich gar nicht so einfach. Ohne dich wär's echt nur halb so schön. Du meinst, ich muss mich gar nicht ändern? Zweifelst du etwa an meinem Urteil? Nein. Das nicht. Aber du sagst das doch nur aus Nettigkeit. Also, wenn du zu nichts zu gebrauchen wärst, dann wärst du auch nicht in meinem Gefolge. Was? Na, also wenn du es sagst... Vielen Dank. Fühl mich richtig erleichtert. Dann ist gut. Okay. Ab jetzt versuche ich einfach nur, ganz ich selbst zu sein. Ja. Hört sich gut an. Mach das. Der peppige Fotofilter Prompto ist jetzt verfügbar.
Ich bin, wie ich bin, und das ist gut so. Jeder soll so sein, wie er ist. Wieder ein Claim hier, ey. Rabe Socke. So, mit Dino sprechen. Wir flitzen mal eben darüber. Automatisches Fahren. Aufgabenziel. Der aufstrebende Juwelier. Hin. Hin da! Düt. So, ey. Ja, ich bin echt, ich bitte, dass ich meine Probleme hier im Griff habe, ey, sonst kriege ich hier eine Kretze, ey. Wenn das jetzt so weitergeht, ne, dann kriege ich hier einen am Rappel, ey. Besonders, ich weiß, ich habe keine Ahnung, woher die kommen, ne, die Probleme. Ich weiß es echt nicht. Vielleicht da werden wir. Wie angenehm, andere Leute zu sehen. Jetzt überlege ich schon, ob das Mikrokabel zu lang ist, Freunde der Nacht. Da müsst ihr euch mal reinziehen. So eine Scheiße überlege ich jetzt hier schon. Ob das Mikrokabel zu lang ist. So. Warum habe ich denn nicht gerade schon mit Dino gesprochen? Ich war doch schon hier, ey. Nein, ich muss erstmal in die Weltgeschichte rumfahren, um dann hier wieder diesen ellenlangen Steg lang zu rennen, ey. Aber es sieht einfach gut aus. Da kann man nichts sagen, Freunde der Nacht. Es sieht einfach gut aus. Guck mal, voll die rote Sohle und die Schuhe, ey. Das war wie so viel durch Blut laufen. Blut ziert seinen Weg. Ja, ja, wir kommen. Wollen wir hier übernachten? Mir ist natürlich auch das Zelt recht. Wollen wir hier übernachten? Na? Oh. Aus der Kosmogonie. Die göttlichen Sechs, der Riese Titan, so stark wie der Fels, der Donnergott Ramu, so weise wie die Welt, die Eisgöttin Shiva, so gütig wie frischer Schnee, die Wassergöttin Leviathan, so tobend wie die Brandung, der Schwertgott Bahamut, so stolz wie blanker Stahl und der Feuergott Ifrit, so hitzig wie tiefster Verrat. Dies sind die Götter, die Eos geformt hat und die wir hoffentlich alle noch beschwören werden können hier. Ja. Dino, was gibt's? Ah, der Prinz. Gut siehst du aus. Ja, danke schön. Ja, ja. Alles leicht homoerotisch angehaucht hier, ne? Bei dem, was gerade los ist, sind sogar mir mit all meinen Kontakten die Hände gebunden. Kein Problem. Okay, weißt du, als Reporter allein reicht's gerade vorne und hinten nicht. Deswegen konzentriere ich mich auf meine Accessoires. Aha. Ach, was? Und dachte so, vielleicht habt ihr Zeit. Wieso? Ach, weil für euch Accessoires dabei rausspringen. Bringt mir einfach nur die nötigen Steine. Ja, mach ich. Schon, wie beim letzten Mal. Ihr geht auf Rohsteinsuche. Ja, wie mit dem Riesenvogel letzte Mal. Hättest du mir auch mal was sagen können, ey? Aber nee, tut er nicht. Der P-E-N-N-E-R. Ach so, geil, Freunde. Ich dachte mir mal, wenn man kleine Kinder ich hat. Ich hatte die schlimmsten Befürchtungen. Aber anscheinend will er uns nicht verraten. Zumindest vorerst nicht. Zuzutrauen ist der windigen Type alles. Also nochmal, Rohsteine. Hoffentlich nicht wieder in einem Monsternest. Macht ihr das auch, wenn ihr Kinder habt, dass ihr dann immer so Schimpfwörter und sowas buchstabiert? Oder Englisch sprechen, ist auch geil. Englisch sprechen ist ja für die Kinder echt eine Geheimsprache. Dann sprechen wir mal auf Englisch. Ja, und unser Sohn dann immer, was macht ihr da? Ich verstehe das nicht. Das ist so geil, ey. Nur wenn er irgendwann in die Schule kommt, dann ist er mit auf Feierabend. Dann müssen wir uns was Neues einfallen lassen. Ja. Wer hat das eingeführt, oder? Englisch in die Grundschule. Die versauen einem alles, die Lehrer. Jetzt muss ich wieder 2 Kilometer zurück. Was ist denn los? Wo ist denn das? Das gucke ich mir jetzt aber erstmal auf die Karte an, wo das denn wohl sein könnte. Wo ist denn die Karte hier? Wo war denn die Karte? Karte, wo bist du? Da. Ja, genau. Da sehe ich Ortschaften. Und genau die will ich auch sehen. Lichtquelle, Elementarquelle. Oh, da hinten muss ich hin. Ja, bis dann nach Hammerhead reisen, oder? Sydney, Nebenaufgabe. Wo ist denn die andere Butze, wo ich da war? Ach, hier, Ortschaft, Raststätte Langwhite. Okay, also wir können auf jeden Fall besser fahren. Das auf jeden Fall. Muss ich eigentlich tanken, oder wie sieht aus? Ja, mach mal voll die Karre hier. Für 10 Jill kannst du voll tanken, aber Pommes Currywurst kostet 3000 Jill. So geil, ey. Ja, ja.
Balancing der Dings so ein bisschen daneben gehauen, ne? Tank ist wieder voll, hervorragend. So, Einstein Regalia. Automatisches Fahren. Und zwar zum Aufgabenziel der aufstrebende Juwelier. Kann ich jetzt da direkt hingurken? Das wäre ja lass geil. Lass nichts liegen. Okay. Guck mal, mit Dach jetzt. Nee. So. Ich habe jetzt sogar hier, jetzt fahren wir hier 3 Minuten durch die Gegend, oder was? Da kann ich ja richtig quasseln, ey. Ich habe jetzt sogar hier von meiner Elgato mal die Lautstärke des Spiels automatisch verringern ausgemacht, ey. Vielleicht lacht er auch daran. Kann an allem liegen, meine Probleme hier. Wie oft soll ich's denn noch sagen? Ja. Ich hoffe, wir haben es im Griff. Was ist denn mit Mucke hier mal? Jawohl. Hier würde ich gern ein Foto machen. War da so einer eine Waffe? Ja, nix. Wir sind doch in dem Urlaub, ey. Ein Foto machen. Zeitverschwendung. Was? Yeah, ey. Einfach mal ein bisschen ditten, ey. Sag doch mal, hast du vielleicht Sonderwünsche für Fotos? Wie gehabt, mein Freund. Du brauchst mir keine eigentlich nicht. Gefallen tun hier. Okay, ganz wie du wünschst. Ja, ja, fotografier mal ruhig alle gleich oft. Wenn ihr mehr Tanzeinlagen wollt, ne? Seht mal. Auf jeden Fall Abo da lassen, Freunde. Ein komischer Berg. Den würde ich gern fotografieren. Ach, Leute, ich will doch hier. Nein, ich will nicht, dass du hier rumfotografierst. Ich will hier zu meiner Quest kommen, mein Freund, ey. Wir werden ja nie fertig, ey. Wirklich. Ja, ja, halt dein Bubble, ey. Mann, ey. So. Jetzt aber hin da. Fuß weiter. Dann gucken wir mal, was hier geht. Ja, was fährt denn dein Auto lang? 100 Meter. Wie überhaupt machen? Ach so, diese Juwelensteine da suchen. So. Nockt, da oben! Feinde! Wo? Wo? Danke. Wo? Wo? Da, komm her! Hier, komm her. Komm, put. Ja, komm, mein Freund. Komm, mein Freund. Ja, da seid ihr ja. Ich komme gerade ein bisschen vor wie Asterix und Obelix hier. Komm mal her. Bäm! Einmal Blechdosen. Was ist los? Alter, was macht der denn hier mit mir? Alter, was ist denn jetzt los hier? Kein Grund
zur Sache. Hier, bitte! Einmal aufladen, bitte. Ja. Lasst uns die Suche beginnen. So muss das sein. Ja. Ja, da ist noch einer. Weg mit dir. Keiner verletzt, wie es scheint. Dann wollen wir mal weiter. Geht denn hier, ey? Was geht denn hier, Freunde der Nacht? So. Steine sollten wir suchen. Ein Rohamethyst finden. Ja, wo ist er? Ja, wo ist er denn? Ja, das ist schon komisch. Müssen wir jetzt irgendwann umswitchen hier oder so. Noch. Ich höre Magitech-Motoren. Was, warum braucht er Hilfe? Also so was. Oh, ey, was ist denn hier los? Wie komme ich hier da raus? Das ist doch kacke. Freunde der Nacht, und jetzt hier, was ist jetzt hier, ein Rohamethyst finden? Ich unbedingt sehen, mit Sicherheit will er nicht nur freundlich sein. Ja, Amethystarmband, ja, was denn? Bin doch da. Und jetzt? Irgendwas drücken, oder? Keine Ahnung, stehe ich nicht. Hier irgendwo einer sein oder was? Ich finde keinen. Ich finde keinen Rohamethyst. Hey, Nord, über dir. Oh, die soll mich doch in Ruhe lassen, ey. Oh. Ich will doch nur einen Amethyst suchen hier. Muss ich die Quest irgendwie... Aber die ist doch aktiviert. Zoomen, Cursor steuern, wählen. Abgeschlossen. Verstehe ich nicht. Verstehe ich nicht. Ah, Mist, nicht gepackt, ey. Prompto, ich brauche Hilfe! Zu Befehl! Ja, und wo ist der scheiß Amethyst? Ich weiß es doch nicht. Hier ist er nicht auf jeden Fall. Vielleicht auf der anderen Seite von dem Berg oder was? Guck mal, hier ist ja auch noch ganz viel. Da ist er!
Da ist er. Yeah! Nee, Spitzknochen. Verdammt. Ronro-Amethyst. Keine Ahnung, ey. Doof ist das denn? Verstehe ich nicht. Ja, hier, warum kann ich ihn nicht anvisieren? Nicht mit mir! Nicht ja. Ja, nee, ist klar. Oh Mann, ey. Wie viele sind denn hier jetzt gespawnt, ey? So, und warum kann ich jetzt hier diesen Rohamethyst nicht nehmen? Ich verstehe es nicht. Ich verstehe es einfach nicht. Warte mal, was ist denn, wenn ich die Quest hier mal tausche eben? So. Ich kapiere es einfach nicht. Ich kapiere es einfach nicht. Was sagt ihr denn auf der Karte, wenn ich da drauf gehe? Keine Ahnung, ey. Keine Ahnung. Vor der Nacht, wenn ihr mir da weiterhelfen könnt, dann sagt mir bitte, wie diese Geschichte hier geht. Ich habe keine Ahnung. Ich komme hier nur in weitere Kämpfe, werde ich verwickelt. Ich kann hier nichts anvisieren. Wenn ich die Perspektive ändere, tut sich hier auch nichts. Ich habe keinen blassen Schimmer. Muss doch hier irgendwie... Lockt, da oben. Na, nicht schon wieder, ey. Das ist doch zum Kotzen. Aber was ist das denn da? Guck mal. Die sieht doch gut aus. Oh, super. Komm, klatschen wir die um. Ja, komm, die klatschen wir jetzt noch eben um. Jetzt haben wir ihn. Also braucht er mir nicht mehr helfen. Alles geregelt. Wemsen wir die nochmal eben weg hier. Lololololo, wegwemsen. Kommt. Vorwärts. Ah, Mist, ey. Nicht schnell genug geschaltet. Deine Zeit ist rum. Aber so schlimm ist er auch nicht, denn der kriegt jetzt einen auf die Ommel. Der kriegt auch einen auf die Ommel. Und der nächste auch. So, ich habe noch gar nicht so richtig geguckt. Aber es gibt ganz gut Punkte, würde ich sagen, ne? 1103, ey, nicht schlecht. Ja. So, Freunde der Nacht, ey, wir gehen mal eben in Sicherheit hier so ein bisschen. Wir gehen an der Stelle raus. Wir haben schon wieder 25 Minuten auf dem Tacho. Ich hoffe, rein technisch ist hier alles in Ordnung. Und dann sehen wir uns morgen hier oder demnächst wieder in der nächsten Folge wieder, wenn ihr Bock habt. Ja, bis dahin, alles Gute, euer Theodor. Ciao, ciao.